Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr euren eigenen Streaming-Server bzw. eure eigene Streaming-Webseite aufbaut. Dieses Projekt wird jetzt ein bisschen größeres Projekt, da werden wir ein wenig Zeit investieren. Grund dazu, warum, weshalb wir das machen, ganz einfach erklärt. Es gibt Video-Streaming-Server, die kann man mieten. Ich habe jetzt hier mal zwei Beispiele aufgemacht. Und zwar einmal von Streaming-Server.io. Da gibt es so bestimmte Tarife, wenn man runterschaut. Zum Beispiel, wenn man 100 gleichzeitige Zuschauer möchte, zahlt man ja, 110 Euro monatlich zuzüglich Umsatzsteuer. Das geht natürlich weiter, je nachdem wie viele ihr seid. Auch 1000, wow, schon eine gute Summe. Aber wenn es nur 50 Leute sind, dann sind es 90 Euro. Alternativ dazu gibt es den hier von Video Stream Hosting. Da gibt es auch fixe Preise. Zum Beispiel Testpaket mit 20 parallel gleichzeitigen Leuten. Preise netto. Ja, man sieht, hat schon in sich. Wieso machen wir das? Und zwar, ganz einfach erklärt. Nehmen wir mal zum Beispiel, ihr habt hier eine Veranstaltung oder eine, ja, sagen wir dazu, eine Party. Diese Party wollt ihr jetzt live streamen. Zum Beispiel, ihr habt eine Hochzeit oder einen Geburtstag oder eine private Veranstaltung oder. Es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, warum man überhaupt einen Livestream machen möchte. Nehmen wir mal zum Beispiel, ihr habt eine Veranstaltung und in dieser Veranstaltung hat sie einen Livestream oder ihr wollt einen Livestream aufbauen. Dann müsst ihr natürlich ja diesen Livestream hier filmen, ne, wie der hier der Kameramann zu sehen ist. Dieser Livestream wird dann von der Kamera mit einem Kabel bestensweise auf seinen Laptop oder Computer. Hier ist eine Videosoftware. In diesem Fall werden wir von OBS, das OBS Studio nehmen. Von hier wird das Video auf den Internetserver hochgeladen. Ja, das ist unser Server dann, den werden wir auch einrichten. Und vom Server wird es dann weiter an die Leute gestreamt. So, dazu, das nennen wir mal Webstream. Ja, so. Wie funktioniert das eigentlich? Ganz einfach, und zwar, man nimmt ja das Video auf oder auch im Live. Sagen wir mal, wir nehmen jetzt mal das Beispiel Live. Im Livestream, dann kommt es auf die Software kodiert das, schickt es auf einen Server, da wird es encodiert. Ne? Das ist der Videoserver, hier wird encodiert. Und auch von diesem Server hier werden wir, bevor wir das natürlich direkt an den User streamen, werden wir das noch zwischenschalten auf eine Webseite. Und von da geht es dann weiter. Hier auf dieser Webseite werden wir, oh, das machen wir ganz simpel, da werden wir einfach mal ein WordPress installieren. Ups, so WordPress. Ne? Und wir können hier auf diesem WordPress sogenannte Plugins installieren. Wir können da auch Plugins installieren und oder auch Chat-Software. Ne? Wir können da eine Chat-Software installieren, dass man live chatten kann während diesen Videostreams. Kann man auch. Man kann auch Membership. Ne? Wenn ihr wollt, könnt ihr auch eine Membership machen. Und zwar heißt, ihr könnt Geld dafür verlangen, dass die auf diese Veranstaltung hier schauen. Das kann man auch machen. Im Grunde genommen kann man eigentlich alles Mögliche machen. Wir werden Stück für Stück alles einrichten und dementsprechend auch vorangehen. Zuallererst, was halt wichtig ist, werden wir unsere Vorbereitungen machen. Unsere Vorbereitungen, da fällt euch jedes Mal alles mal kurz weg. So, wie machen wir unsere Vorbereitungen? Und zwar, wir werden diesen Server hier im Internet haben. Also das heißt, der sollte schon im Internet sein, weil wenn wir unsere Internetleitung hier mit unserer Software schon auslasten, da wir hier ein Upload haben,
Wir haben hier einen Upload, ja, zum Server hoch. Dann sollte der Server hier empfehlungsweise im Internet schon sein. Also da werden wir von, das werden wir mit DigitalOcean realisieren. Und dann werden wir eine WordPress-Seite erstellen. Und die WordPress-Seite werden wir dann dementsprechend die ganzen Feinschliff-Einstellungen machen. Okay, wie fangen wir jetzt eigentlich an? Angefangen, wie gesagt, werden wir unsere Vorbereitung erstmal machen. Und wenn das alles soweit ist, gehen wir dann Stück für Stück weiter. Okay, bevor wir jetzt starten mit allem, möchte ich gerne noch ein bisschen so das Konzept mit euch besprechen. Wir werden jetzt diverse Sachen machen. Zuallererst fangen wir an mit DigitalOcean. Das ist ein Anbieter für Droplets, VM-Maschinen und. Also die Auswahl ist riesig hier. Der Vorteil, DigitalOcean bietet ja fertige Droplets, also fertige VM-Maschinen schon an. Da müssen wir in dem Fall nicht sehr viel mit Server installieren oder die Software installieren. Da müssen wir uns nicht damit beschäftigen. Das geht sehr schnell. DigitalOcean ist auch vom Preis sehr günstig. Bedeutet, wenn ihr diesen sogenannten Streaming-Server betreibt, zahlt ihr dafür. Wenn ihr nicht betreibt, also ihr tut sie dann wieder löschen von eurem Konto, dann zahlt ihr nicht dafür. Vorteil hier ist, wenn ihr eine Veranstaltung habt und ihr wisst, okay, am Samstag machen wir eine Veranstaltung, dann könnt ihr natürlich hier das schon mal vorbereiten, die virtuelle Maschine, und so laufen lassen. Und wenn die Veranstaltung vorbei ist, einfach löschen. Klar könnte man sie jetzt nicht löschen, man könnte sie immer noch im System lassen. Allerdings, DigitalOcean berechnet dann immer das Geld dann dafür trotzdem weiter. Das werden wir dann aber noch im Detail besprechen. Wir werden als Streaming-Software Owncast verwenden, weil Owncast ist Open Source und kostenlos. Noch dazu ist es sehr einfach. Also die Einstellungen hier zu machen ist so einfach, das kann einfach fast jeder. Wenn ihr es ein-, zweimal gemacht habt, kein Problem, könnt ihr damit locker loslegen. Noch weiter werden wir eine WordPress-Seite anschauen. Ich habe jetzt mal meine eigene hier genommen, die zeige ich euch dann. Da meine Website jetzt noch im Aufbau ist und ich jetzt da aktuell noch keinen Content drin habe, werden wir die zu Testzwecken mal nutzen. Ich verwende ein WordPress-System, das ist auch kostenlos. Und es hat sehr viele Möglichkeiten, gigantische Möglichkeiten von Templates bis Plugins, die man sich alles kaufen kann für Butterbrot und Ei. Und muss man aber nicht, kann man auch selber machen, wenn man da ein bisschen begabt ist in der Hinsicht. Ich bin jetzt da nicht so begabt, deswegen kaufe ich mir das. Ich zeige euch dann, wie das funktioniert, wie man das dann einbettet mit den, oder besser gesagt, den Einstellungen so macht. Dann werden wir OBS Studio verwenden. OBS Studio ist ja auch Open Source und kostenlos. Ich nehme es auch für meine YouTube-Videos. Das nehme ich gerne, weil es ist sehr einfach zu bedienen. Die Einstellungen sind einfach, die Bedienung ist sehr einfach und es hat auch gut an Leistung. Ich zeige euch dann, wie man die Videos einbindet dann auf WordPress. Und zuletzt möchte ich gerne noch den Punkt rechtliche Aspekte ansprechen. Da geht es darum, wenn ihr eine Webseite betreibt. Nehmen wir mal als Beispiel www.superhardcorepartygänger.de zum Beispiel. Und wenn ihr eine Webseite in Deutschland betreibt, ist ein Impressum Pflicht. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. So viel ich jetzt dafür weiß. Ob sich das geändert hat, weiß ich nicht, aber ich gehe mal auf Nummer sicher und mache ein Impressum. Wenn ihr mit dieser Webseite auch Geld verdient, dann gibt es natürlich andere rechtliche Aspekte. Da gibt es aber eine ganze Menge Anbieter im Internet, da würde ich mich ein bisschen schlau machen. Da kostet, glaube ich, ein Monatsbeitrag Butter, Brot und Ei, aber ihr seid rechtlich abgesichert. Ja, also von dem her, da würde ich mich mit so einem E-Recht-Anwalt mal kurz in Verbindung setzen. Das kostet euch auch nicht so viel. Okay, wie fangen wir jetzt an? Wir werden zuallererst einmal bei DigitalOcean ein Droplet erstellen. Es gibt noch eine kleine Voraussetzung hier, und zwar
Ich habe ja eine Webseite, ne? Irgendwo hier. Ja, man sieht das hier. Ich habe das schon ein bisschen vorbereitet. Das hier ist jetzt meine Webseite, eigentlich www.kantech.de, aber ich habe hier noch nichts. Die Seite habe ich jetzt auch noch nicht öffentlich. Man kann hier nur rein, weil ich mich hier eingeloggt habe in meinen Administrator-Bereich. Und da sieht es dann natürlich im Hintergrund so aus. Voraussetzung ist natürlich, ihr habt eine Internetseite und ihr habt auch die SSL-Zertifikate, heißt dieses HTTPS, ne, damit eine sichere Verbindung hergestellt werden kann. Weil wenn das nicht ist, könnt ihr keine Videos oder Töne streamen. Das geht nicht. Da wird euch der Server entgegen sagen, nicht machbar. Okay, ich habe meine Domains bei diversen Anbietern gehostet. Wir werden für diesen Testzweck United Domains nehmen. Da ist es sehr einfach, sehr übersichtlich. Das zeige ich euch dann auch noch. Und wir werden eine kleine Umleitung machen mit der Domain-Adresse. Ne, wir werden eine kleine Umleitung machen, denn wir müssen ja unseren Owncast-Server auch noch mal ganz kurz einstellen oder besser gesagt eine ganz kleine Einstellung machen, und damit das alles sich hier schön streamen können. Okay, jetzt schauen wir uns erstmal DigitalOcean an. Da gehen wir mal rein. Also ich logge mich mal zumindest in meinem Account ein. Ja, ich bin mit Google, stimmt ja. So. DigitalOcean, ich werde euch das natürlich in die Videobeschreibung unten noch verlinken, damit ihr euch hier leichter anmelden könnt. Auf der linken Seite unten ist Marketplace. Da klickt ihr rein, dann öffnet sich ein Fenster und hier ist schon das Suchfenster. Da schreiben wir einfach Owncast. Ja, man sieht schon, es kommt schon uns entgegen. Owncast. Hier steht auch drauf, gleich hier oben, Create Owncast Droplet. Hier ist jetzt auch nochmal hinterlegt die DNS-Einstellungen, ne? Damit am Ende die Adresse, also nicht eure öffentliche IP-Adresse ist, sondern eure Webadresse hier oder ein Teil der Webadresse. Ich verwende hier nicht die direkte Webadresse, also jetzt nicht www.partygänger.de, sondern ich verwende immer eine Subdomain, heißt live.kantech.de oder streaming.kantech.de, sowas in der Art. Also hier würde ich euch empfehlen, damit ihr eine Subdomain anlegt. Das zeige ich euch dann auch noch. Die Einstellung für SSL, das zeige ich euch dann noch. Das ist auch ganz einfach gemacht. Es geht ratzfatz. Wir fangen jetzt mal an, hier ein Droplet zu erstellen. Man kommt hier natürlich auf die Auswahl. Droplets zu erstellen. So, jetzt kommt es immer darauf an, welche Region wählen wir? Das sind die Regionen, wo die Server stehen, von DigitalOcean. Ich nehme immer Frankfurt, weil es ist in Deutschland und dann hat man nicht so, dass das ja die ganze Verbindung einmal um die Erde gehen muss, sondern in der nächsten Nähe eigentlich. Dann hat man hier unten hier natürlich weitere Auswahlmöglichkeiten, braucht man aber nicht. Dann kommen wir schon hier in den Bereich, wo wir uns die Maschine zusammenstellen können. Man sieht hier auch, standardgemäß ist immer Basic und Premium mit NVMe SSD, also relativ schnell. Dann kann man hier die Maschinen auswählen. In dem Sinne, bei mir ist jetzt hier einmal mit 8 GB, dann 4 Intel CPUs, 160 GB NVMe SSD und 8 TB Transferrate. Es kommt immer darauf an, was ihr erwartet von eurem, sag ich mal, Event, eurer Veranstaltung. Na, wenn ihr jetzt größere Mengen an Leute erwartet, dann ist klar, dann braucht ihr Leistung. Ihr braucht richtig gute Leistung. Sonst kommt der Server gar nicht hinterher. Man kann ja dann immer dementsprechend hier auswählen, je nachdem. Wenn man, also Owncast braucht generell immer etwas CPU-optimized, dass der Prozessor eigentlich gar nicht so schlecht ist, dass er ein bisschen besser ist. Und da kann man immer hier hochstufen. Bei mir ist aktuell jetzt nur die kleineren Varianten freigeschalten. Für die anderen müsste ich sie anfragen, weil ich die jetzt bis dato noch nie benutzt habe. Brauchen wir eigentlich jetzt auch gar nicht. Kommen wir mal zu den Zahlungsmitteln, also Zahlungsmodalitäten her. Und zwar, man sieht hier auch, wenn ich diese Maschine hier betreiben würde in der Stunde, kostet mich das 0,083 Cent, Dollar Cent. Also ist nicht mal ein Euro die Stunde.
Im Monat, wenn ich es 24 Stunden lang laufen würde, würde mich das 56 Dollar kosten im Monat. Wenn man das natürlich jedes Mal jetzt nicht machen möchte und man sagt, okay, ich baue jetzt hier oder ich richte mir einen Server hier ein und der soll einfach hier bleiben, weil wir immer wieder Veranstaltungen haben, dann zahlt ihr dementsprechend monatlich. Ansonsten zahlt ihr dann immer nur die benutzte Stunde. Das ist ja eigentlich auch Sinn und Zweck von DigitalOcean gewesen, damit man stundenbasierte Maschinen haben kann und nicht immer monatlich basierte. Für unseren Zweck reicht das natürlich vollkommen aus. Wir werden aber jetzt hier mal ein bisschen was Kleineres nehmen. Hier, den da, der reicht auch aus. Der kostet mich 3 Cent die Stunde. Ja, ist ja Peanuts. Dann ein Root-Passwort vergeben. Dieses Root-Passwort bitte nicht vergessen. Ist immer wichtig. So, dann gehen wir weiter. Wie viele Droplets wir wollen? 1 natürlich. Ich schreibe jetzt hier mal hin YouTube Streaming. Ja, so. So nenne ich das jetzt mal. Dann Create. Der wird jetzt hier die Maschine mal einstellen oder voreinstellen. Wenn das gemacht ist, werden wir unsere Owncast-Einstellung machen. So, unsere Maschine ist jetzt fertig eingerichtet. Man sieht hier auch mit grün, es funktioniert. Active ist also am Laufen. Dann haben wir natürlich die IP-Adresse hier. Ja, schön groß. Hier kann man auch natürlich drauf mal klicken und dann sieht man natürlich, was er uns hier noch hier angibt zu machen, zu tun. Schauen wir uns das nochmal an. Bezüglich der SSL-Einstellungen. So, hier steht da drauf, Login to your server by SSH. Also auf die Konsole müssen wir uns mal anmelden, damit wir diese Einstellung für die SSL-Zertifikat-Geschichte machen, damit wir nachher eine HTTPS-Verbindung herkriegen. Bevor wir das ja machen, gehen wir auf unser Domain-Profil. Also wie gesagt, ich bin hier bei United Domains. Kann ich auch verlinken unten, wenn ihr das möchtet. Und ich möchte hier eine Subdomain erstellen. Dann mache ich hinzufügen. Das gilt jetzt bei mir hier so. Ich nehme hier mal die IP-Adresse, die brauche ich nämlich. Und wir nennen das jetzt mal YouTube. Ja, youtube.kantech.de. IPv4-Adresse. Einfügen, speichern. Hat er hinzugefügt, gut. Das dauert jetzt hier so 5 Minuten, dann hat er das natürlich in die Einstellung übernommen. Bedeutet, wenn ich jetzt youtube.kantech.de eingebe, komme ich dann immer auf meinen Owncast-Server direkt drauf. Jetzt muss ich natürlich erstmal hier dem Droplet erklären, dass diese Adresse zu dir gehört, zu dem hier. Ne? Deswegen gehen wir in die Konsole rein. Access-Konsole hier. Launch-Droplet-Konsole. So. Connected. Okay. Die erste Frage, die ihr mir stellt: What is the hostname you will be assigned to the Owncast server? Also, welche Hostname soll ich benutzen? Wir haben jetzt hier die. Ich habe jetzt hier eine Subdomain hier erstellt gehabt, die möchte ich ja hier benutzen. Bedeutet: youtube.com. tech.de. Meine E-Mail-Adresse, ja, muss man auch immer angeben, wenn man die SSL-Zertifikat-Sachen haben möchte. Okay, das war es eigentlich auch schon. Man sieht hier, der hat mir jetzt die HTTPS-Adresse gegeben und auch eigentlich die IP-Adresse. Vom Server. Man kann jetzt die IP-Adresse ja auch nehmen, aber so sichert man das ein bisschen besser ab. So, wir testen das einmal. youtube.kantech.de. Man sieht, das hier ist der Owncast-Server. Der läuft. Aktuell ist natürlich Stream ist offline, ist ja nichts zu sehen. Wir streamen ja auch gar nichts. Wieso auch? Man sieht hier oben, er hat mir die Adresse hier gegeben. Ne? Das heißt, die Domain-Umleitung hier auf diesen Server ist erfolgreich. Jetzt
möchte ich mich erstmal hier in den Admin reinkommen. Also schauen wir uns mal an, wie, wo, was. Oh, nein, das wollte ich gar nicht. Hier wollte ich. Testen haben wir, das haben wir auch. Gut. Wenn ich mich richtig entsinne, müsste es Admin sein. Ja, genau. Benutzername ist Admin. Standardgemäß ist das Benutzername, also der Benutzername von Owncast immer Admin und das Passwort ist ABC123. So. Man sieht jetzt hier, das hier ist unsere RTMP-Adresse. Diese Adresse werden wir ansteuern, damit unsere Software, also die OBS-Software, dann streamen kann. Ja. Das liegt auch daran, weil wir haben ja diese Domain hier umgeleitet auf diesen Server und wir haben diesen Server ja auch so eingestellt, gerade über die Konsole. Darum haben wir jetzt diese Adresse. So, wir möchten ja damit, wir möchten ja nicht direkt über unseren Subdomain streamen, wir möchten das ja auf unsere WordPress-Seite nehmen. Ne? Wir möchten das ja dort platzieren, damit man dort das sehen kann. Hier irgendwo, da, Embed Video in unserer Website. Also wenn wir da draufklicken, da kommen wir auf die Einstellungen von Owncast. Das tue ich euch auch nochmal unten in den Link rein, also in die Beschreibung rein. Hier sieht man iFrame. iFrame ist ja, man ist ja so quasi einbauen will, in die Seite rein. Und hier steht ja auch drauf, SRC, also Source, wo das Video ist, der Titel, die Breite. Ne? Jetzt gehen wir mal rüber wieder. Gut, das hier funktioniert, das belassen wir so, können wir so laufen lassen. Das hier brauchen wir nicht mehr, das können wir wegmachen. Das hier brauchen wir auch nicht mehr, können wir wegmachen. Das auch nicht und das auch nicht. Gut, wir haben jetzt hier erstmal unseren Owncast-Server vor uns. Bevor wir überhaupt etwas machen, möchte ich gerne noch die Einstellung kurz mal ändern. Und zwar auf der linken Seite sieht man drauf Chat und Users. Hier kann man natürlich die Chat-Optionen haben. Ja, man kann ja chatten mit dem System. Also besser gesagt, man hat ja die Möglichkeit, dass die ganzen Leute da chatten können. Allerdings möchte ich das jetzt am Anfang nicht gleich in die Seite mit einbauen. Daher lasse ich das mal weg. Da gehen wir unter die Einstellungen. Generell halt Chat, ja. Dann Chat mache ich aus, mache ich auch aus. Gut, dann habe ich jetzt schon mal kein Chatfenster. So. So, dann haben wir das mal gemacht. So, jetzt gehen wir nochmal auf unsere Webseite. Am Ende möchte ich ja, dass die Seite hier, also jetzt mal zum Beispiel habe ich das jetzt auf meine Hauptseite gesetzt. Man sieht, wenn ich hier Play drücke, kommt noch gar nichts. Kann auch gar nichts sein. So. In meinen Einstellungen auf der linken Seite sehe ich jetzt das iFrame. Hier. Hier kommt das Frame rein. Ich habe das System jetzt hier so, weil ich Elementor benutze. Also Elementor, wenn man hier oben sehen kann, ist ein Plugin, das ist kostenlos. Und man kann damit WordPress-Seiten, also das Design und so ein bisschen besser ändern. Man hat da auch Möglichkeiten, Module einzufügen, Textebenen wie hier. Die kann man dann auch verschieben, nach unten, nach oben, je nachdem, macht er alles. Allerdings habe ich ja jetzt ein Template gekauft und zwar habe ich die Templates immer bei Team Forest. Ich kaufe die immer hier. Hier kann man auch Plugins kaufen und die kosten jetzt eigentlich nicht die Welt. Ne? Also wenn man hier unter WordPress Themes geht, dann sieht man hier auch so zum Beispiel, ja, $69, $39, man kriegt die auch für $39. Eine richtig gute, sage ich mal, Template-Geschichte hier. Darüber können wir mal separat, kann ich ja mal ein Video machen, wie man Templates verwendet oder allgemein WordPress-Seiten aufbaut. Wenn ihr das wünscht, können Sie mir das in die Kommentare mal reinschreiben, dann kann ich dementsprechend ein separates Video erstellen. Okay, so viel dazu. Wir nehmen jetzt hier das hier mal raus. So, kopieren wir mal. Na, wo bist du? Da bist du. Das kopiere ich jetzt mal hier in den Embed Code rein, einfügen. So, natürlich muss ich hier die Adresse noch ändern. Ja, das hier.
Und das hier ist eigentlich die Adresse von da. Kopieren. No. Heieiei. Hier. Einfügen. Aktualisieren. Gut, dann haben wir es jetzt aktualisiert. Wir haben jetzt das Video hier eingebettet auf die Hauptseite. Also so müsste es dann am Ende aussehen, komplett. Wir können jetzt hier natürlich auf Play drücken. Zeigt er mir jetzt nichts an. Ja, wird ja auch nichts gestreamt. Man sieht jetzt hier, das ist schon mal das Owncast-Logo. Bedeutet, dass die Verbindung zum Owncast-Server schon steht. Aber wir kriegen nichts rein, weil wir noch gar nichts streamen. Noch kurze Info hier darüber. Ja, wie man jetzt sieht, möchte ich jetzt noch ein paar Kleinigkeiten besprechen. Und zwar, wenn man davon ausgeht, dass unsere Webseite hier so zu sehen ist, man sieht, links und rechts ist frei, unten ist frei, oben frei, alles ist Mögliche frei. Man könnte jetzt sagen, okay, wir machen ein Event hier und man könnte hier natürlich noch ein Chat-System hinbauen. Oder man könnte hier Werbeflächen hinbauen. Ne? Das ist alles machbar, wenn man WordPress hat oder allgemein so ein, sag ich mal, Web-Oberfläche oder Webdesigner ist. Ich mache ja gern mit WordPress, das heißt, ich kann hier zum Beispiel hier ja, Widgets einfügen oder dementsprechend irgendwas einfügen. Ich könnte jetzt hier beispielsweise noch einen Countdown hinzufügen, wenn ich möchte. Oder ich könnte noch, sagen wir mal hier, was könnte man noch hinzufügen? Eine Überschrift, einen Abschnitt, einen Text. Könnte man, hoppala, das wollte ich gar nicht. Texteditor, ja, da könnte man Text hin machen. Oder man könnte sogar noch, ja, alles Mögliche eigentlich noch machen. Es kommt immer darauf an, was für Plugins ihr habt oder was ihr da gekauft habt. Da kann man eine ganze Menge einsetzen. Man kann auch dementsprechend Code-Highlights einsetzen, um sagen, hier Google-Werbungen kann man auch einschalten. Geht auch. Ne? Zähler zum Beispiel könnt ihr auch einsetzen. Eine gute Zahl von mir aus. Je nachdem, was ihr alles müsst, kann man alles mit WordPress natürlich auch dann realisieren. Ne? Sieht man hier, kommt schon alles her. Okay, was machen wir als nächstes? Wir möchten ja hier ein Stream bringen. Wie machen wir das? Das ist eigentlich ganz einfach. Und zwar, ich versuche das jetzt mal. So, ich habe jetzt hier mein OBS Studio und man kann ja bei OBS Studio Quellen angeben. Das heißt, Quellen für, ja, ob es jetzt eine Kamera ist, ein Mikrofon ist oder je nachdem, was auch immer. Man sieht hier, der macht gerade das Mikrofon von mir mit. Liegt daran, dass ich noch ein OBS Studio Instanz habe, die läuft und dass ich für euch das Video hier machen kann. Aber okay, man könnte jetzt hier natürlich eine noch Medienquelle, nehmen wir eine Medienquelle, durchsuchen, da habe ich doch einer meiner letzten Videos, müsste irgendwo hier sein, eine Android-Installation, öffnen, okay, das kann ich auch einstellen, wie ich will, der kann ja laufen, von mir aus, wie er möchte, ne? So, wir können auch einen Livestream machen. Allerdings habe ich jetzt keine Kamera parat, dass ich das machen könnte. Müsste ich mal separat ein Video machen deswegen. Aber okay, der kann jetzt hier laufen. Für uns ist wichtig, wie kriegen wir unseren Stream hier auf unsere Webseite. Und zwar, auch unsere Admin-Seite hier haben wir ja gesehen. Das hier ist die Streaming-URL. Das klicken wir mal an, kopieren das. Dann gehen wir bei OBS Studio unter die Einstellungen. Dann Streaming. Geben das hier ein, den Streaming-Schlüssel, den haben wir hier auch, kopieren, dann hier eingeben, übernehmen, okay. Ich mache mal hier die Töne mal aus, sicherheitshalber, nicht, dass ich jetzt eine Rückkopplung bekomme. Gut, dann einfach auf Streaming starten und er streamt, sehr schön. Ja, das Video hier können wir mal von vorne nehmen. Soll er von vorne mal ablaufen lassen. Gut, die Software streamt aktuell.
Sieht man hier auch. Der kann hier was erzählen, was er will von mir aus. So, man sieht hier auch, mein Server hat sofort den Eingang erkannt. Aktuell, ja, ein Zuschauer. Welche Frames, mit welcher Geschwindigkeit. Jetzt gehen wir auf unsere Webseite. Die hier. Also in dem Fall eure Streaming-Seite. Aktualisieren wir schnell ganz kurz. So. Und wenn ich jetzt auf Play drücke, müsst ihr hier das Video sehen. Ja. Funktioniert. Dann seht ihr auch hier unten live. Man könnte es auch größer machen. Funktioniert einwandfrei. Das war mal ein Video, wo ich Unraid gezeigt habe, wie man Unraid installiert. So, unser Server funktioniert. Das bedeutet, wir haben jetzt von unserem Computer auf unseren Digital Ocean Droplet hierher, von hier auf unsere Webseite, hier in die Einstellungen eingesetzt gehabt und auf unsere Hauptseite gestreamt wie aktuell. Mal so angenommen, ihr macht halt diese Veranstaltung oder egal was ihr damit live streamen wollt, gar kein Problem. Es gibt so viele Möglichkeiten, das alles zu machen. Das fängt an von Veranstaltungen oder auch Sportveranstaltungen oder Hochzeiten, was auch immer, was euch einfällt. Oder ihr könnt es ja auch, wenn ihr ein bisschen technisch begabt seid, euer Auto mit einer Kamera ausstatten und sogar das ist auch Livestream. Allerdings muss ich dazu sagen, das Gesetz beachten bitte. Also jetzt nicht jedes Auto mit einer Kamera ausstatten und dann einen Livestream aktualisieren oder dementsprechend streamen. Wäre natürlich ein bisschen nicht so wirklich mit dem Gesetz. Aber okay. Grundsätzlich funktioniert's. Man sieht, ich habe jetzt hier keine Performance-Probleme. Liegt auch daran, dass ich eine Person bin, die hier zuschaut. Na, das ist jetzt so. Wenn man bei Oncast Admin schaut, sieht man einen Zuschauer, das bin ich. Ja, alles grün, alles funktioniert, alles in Ordnung. Schauen wir uns mal unser Droplet an, was der so macht. Ob ich hier dann irgendwo View Usage. Ja. So, man sieht hier auch Bandwidth. Ja, ganz gut ausgebraucht. CPU. Ja. Nützt auch nicht schlecht. Dann schauen wir uns mal Power. Ah, nee, das nicht. Networking. Das sind die Einstellungen. Ja, wobei. Man merkt aber schon, er geht schon in die Höhe. Und man muss jetzt auch in Zukunft immer bedenken, wenn man jetzt mit 2, 3, 4 oder 10 Personen rechnet, braucht man nicht allzu starke Maschinen. Da reichen so kleine Maschinen vollkommen aus. Wenn man aber jetzt eine größere Veranstaltung plant und erwartet, ja, okay, es könnten 1000 Leute zuschauen, dann müsst ihr bitte vorsorgen. Bedeutet, ihr müsst eure Maschine so herrichten, also den Server so herrichten, damit der auch Leistung erbringt. Ne, das ist ja klar. Weil wenn ihr jetzt da nur so wie ich jetzt hier mit 2 GB RAM und zwei virtuellen CPUs das macht, das bringt euch nichts. Das wird euch dann nach dem 10. oder ja, 11. Zuschauer wird euch das zusammenbrechen wahrscheinlich. Da müsste man noch im Feinschiff dann schauen, wie viel man braucht für wie viel Zuschauer. Grundsätzlich haben wir unser Projekt eigentlich soweit fertig. Es funktioniert. Wir können ja mal gucken, vielleicht kann ich da noch was anderes dazu. Ich versuche das mal so ein bisschen seitlich zu heben. So. Da könnte man noch eine Medienquelle hinzufügen, vielleicht. Machen wir noch mal eine dazu. Scheinabi. Okay. Wie kann man so streamen auf der Seite? Hallo und herzlich Ja, man willkommen sieht zu schon. einem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch gerne zeigen, wie man Shinobi auf einem Proxmox installiert. Shinobi ist ein Ich habe jetzt mal diese Töne hier ausgemacht. Man sieht, der wird natürlich hier gleich auch wieder die Töne rüberhauen. Aber okay. Grundsätzlich funktioniert. Grundsätzlich kann man eine ganze Menge damit machen. Ihr könnt Live-Schaltungen machen. Ne? Das heißt,
OBS ist ja nicht nur einfach ein Programm, wo ihr live irgendwie was machen könnt. Ihr habt ja auch diesen Studio-Modus. Da kann man zum Beispiel hier Übergänge machen, sagen von Szene 1 zu Szene 2, wenn ihr mehrere Kameras dort habt. Allerdings ist ein bisschen eine längere Geschichte, müssten wir mal separat durchschauen. Ich beende mal den Stream hier. So. Dann müsste der hier natürlich auch. Wohl bemerkt, es braucht immer eine Zeit, bis der Stream über den Server läuft, dann wieder herkommt. Das ist so eine genannte. Ja, jetzt hat das gemacht. Stream ist offline. Ja. Okay, was haben wir jetzt in dem Fall alles hingekriegt? Wir haben ja das ja soweit erledigt. Wir haben den DigitalOcean Droplet gemacht, den Streaming-Server, OBS-Einstellungen, Videoeinbindungen. Das hier mit diesen rechtlichen Aspekten kann ich nicht machen. Da bin ich kein Experte bei. Das müsste man vom Profi machen lassen. Da gibt es so Seiten wie eRecht24, ne? Die machen das. Da gibt es so Generatoren, so Impressum-Generator hier oben, kann man auch verwenden. Der hat auch so, sage ich mal, naja, irgendwo war das hier, Mitgliedbereich, da kann man Mitglied werden, zahlt man monatlich einen Obolus oder was Kleines und hat man seine Webseite, seinen Online-Shop alles dementsprechend abgesichert. Was noch dazu? So, der Server, der läuft natürlich noch, der ist noch am Laufen, bedeutet, ui, wollte ich gar nicht. Bedeutet, ich zahle immer noch dafür Geld. Wenn ich diesen Server jetzt dafür nicht mehr zahlen möchte, dann muss ich den hier unter Destroy zerstören. Na? Wenn ich den zerstöre, dann erst zahle ich nicht mehr. Wenn ich den jetzt hier drin lassen, auch wenn ich ihn nur mal ausschalten würde, irgendwo hier, Power, da steht es auch drauf. Sie werden immer noch in Rechnung gestellt, auch wenn das Ding stoppt, auch wenn das Ding aus ist. Sie müssten es zerstören, also löschen komplett, dann wird es nicht mehr in Rechnung gestellt. Grundsätzlich ist es immer so, wenn ihr so was Kleines machen möchtet, ist es so ein Jahr von DigitalOcean, kein großer Aufwand. Ihr seht, wir haben ein paar Minuten gebraucht, um den Server hier aufzustellen und oder besser gesagt zu installieren. Das ging sehr schnell. Wenn ihr aber zukunftsorientiert denken möchtet und ihr möchtet da immer wieder jede Woche irgendwelche großen Veranstaltungen machen, dann empfehle ich euch, dass ihr euch einen eigenen Server zulegt. Also damit meine ich nicht einfach einen kaufen, sondern ihr könnt auch welche mieten. Und da gibt es ganz viele Anbieter von Strato bis 1&1 und. Und da kann man ganz große Server mieten. Und klar, kosten die auch Geld. Ja, da sind es teilweise, ich glaube, wenn ich mich nicht irre, muss ich mal gucken. Strato war das, glaube ich. Ja, Server. Keine V-Server. Wir brauchen Dedicated Linux. Ja. Na gut, es fängt bei 32 Euro, glaube ich, an und dann geht es immer weiter. Allerdings müsst ihr immer beachten, es geht auch darum, dass ihr eine Datentransferrate habt, die hoch ist. Wenn ihr HD-Videos teilt im Internet oder streamt, dann braucht ihr viele Datenübertragungen, also Traffic. Und da müsst ihr immer darauf achten, dass ihr auch dementsprechend guten Traffic habt. Nicht, dass euer Traffic dann auf einmal voll ist, wenn ihr mitten in der Veranstaltung seid. Das darf natürlich nicht passieren. Aber das sieht man ja dann, wenn man die einzeln mal durchschaut, dann kann man das alles dann gucken. Okay. Wo ist es? Da ist es. Unsere Beispielgeschichte hier. Wie gesagt, einfach ist es, ja, machbar, klar, kann man machen. Wer es machen möchte, gerne. Wenn ihr dementsprechend das in der Zukunft weiter erweitern möchtet, klar, also empfehle ich euch WordPress, weil man sieht ja hier, ist ja die Übersicht von mir von WordPress. Da ist eigentlich alles mit bei. Man kann die Seiten re relativ leicht erstellen. Ich habe jetzt ja nur eine Seite gehabt. Das sieht man hier dann oben. Auch die Einstellungen zu machen ist sehr einfach in dem Sinne. Ihr müsst jetzt auch kein Elementor benutzen, so wie ich. Also ihr müsst es nicht. Für mich ist es einfacher, weil ich habe das immer mit dem gemacht. Und da die kostenlose Version davon, die könnt ihr einfach über die Plugin-Seite hier, wenn unter Plugins dann geht, installieren. Kann man hier suchen und installieren. Es gibt natürlich auch die Professional, allerdings kostet ihr euch jährlich Geld. Das braucht ihr erst dann, wenn ihr eure Webseite richtig groß, sage ich mal, im Betreiben habt. Okay, wir haben eigentlich alles soweit gemacht, sind fertig mit dem. War gar nicht so schwierig, dachte ich, hoffe ich, meine ich.
Ich hoffe, ich konnte es euch relativ leicht rüberbringen. Wenn ihr Fragen diesbezüglich habt, einfach gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich versuche so schnell wie möglich darauf zu antworten. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und wenn es euch gefallen hat, einfach ein Like dalassen. Ansonsten wünsche ich euch allen einen schönen Abend und viel Spaß damit.